Ja gut, bis jetzt läuft es bis auf das zweite Gruppenspiel eigentlich ganz gut. Da haben wir ja sang- und klanglos verloren gegen Karl Marienborn, aber bis jetzt, wie gesagt, bin ich zufrieden. 6 Punkte, jetzt haben wir noch Gruppenspiel. Jetzt gucken wir, ob wir Erster oder Zweiter werden in der Gruppe und dann schauen wir, was im K.O.-Spiel geht im Viertelfinale. Wenn man irgendwo antritt und spielt, dann werden wir auch die Spiele gewinnen und deswegen sind wir ja hier. Wir sind die rangtiefste Mannschaft in unserer Liga und wir haben das letzte Spiel, es ist noch was möglich, da war nicht unbedingt mit zu rechnen. Natürlich ist es anspruchsvoll, Weißtal zu schlagen. Aber wenn es noch möglich ist, also theoretisch möglich ist, weiterzukommen, dann versuchen wir es auch. Habt ihr euch schwer vorbereitet auf das Turnier oder nehmt ihr das einfach mal just for fun? Es war ja eigentlich eine längere Pause, wir haben gestern ein bisschen trainiert. Ja, und nutzen das jetzt, um ein bisschen wieder reinzukommen. Und in 1,5 Wochen geht die Vorbereitung los. Message so fürs neue Jahr für alle Fußballspieler? Für alle Fußballspieler? Ja, Fair Play geht immer voran, alles andere kommt danach. Gute Spiele auf jeden Fall, faire Spiele, keine Verletzungen bis jetzt, ganz wichtig. Eigentlich für uns mit das Wichtigste, dass die Mannschaft noch gerne wiederkommen und sich wohlfühlen. Und ja, Zuschauer wieder super Resonanz. Wir hatten ja so ein bisschen Angst hier mit dem Wintereinbruch, nicht, aber auf einmal hier keine Parkplätze mehr hatten. Aber die Gemeinde hat auch da gut mitgespielt, also passt schon, auf jeden Fall. Sind sehr zufrieden. Macht natürlich super Spaß, die Mannschaften sagen zu, wir haben hier wirklich Oberligist, Karl Marienborn, da freuen wir uns total, dass sie zugesagt haben. Langenaubach als Verbandsligist, die ganzen Bezirksligisten hier aus der Umgebung. Also das ist ja auch sportlich eine schöne Sache und ja, ziehen auch alle im Verein mit, auch wie der Oldie-Club zum Beispiel jetzt hier. Also ist eigentlich für uns auch immer eine angenehme Veranstaltung. Tobias Dannegger und Volker Wahl an der Außenlinie. Und nun ist es soweit. Der SV Langenaubach geht mit 1:0 in Führung. Sportfreunde Siegen steht zurzeit auf dem 6. Platz der A-Liga. Und da ist das 1:0 nach einem Fehler der Sportfreunde. Oh, das 2:1 für die Zweitverdrehung der Sportfreunde Siegen. 2 Minuten vor dem Ende ist das 3:1. Aber die Bälle geben sich noch nicht auf. Und der ist noch drin. Das ist das 4:2. Berleburg haben alles versucht, aber am Ende 4:2 verloren gegen 7:2. Großer Andrang wieder. Jedes Jahr dasselbe. Jedes Jahr dasselbe. Seid ihr dieses Jahr auch zufrieden? Es wird immer mehr. Jedes Jahr wird es mehr. Wurst, Käsebrötchen, Mettbrötchen, Schnitzelbrötchen. Ja, wer hat das denn alles vorbereitet? Ja, wir. Eingekauft von Schneider. Die Einkaufsliste kam von wem? Von mir. Ich notiere mir jedes Jahr und wir machen das schon viele Jahre. Und dann wird so bestellt und eingekauft. Lacht ihr jetzt, weil ich das Brötchen esse? Ja, ja. Aber das schmeckt gut, ne? Aber das schmeckt gut, ne? Aber da sind ja keine Zwiebeln drauf. Wir machen das ja seit vielen Jahren und immer wieder mit Spaß dabei. Ich bin nicht da. Ja, die Frau ist nicht da. 1,50. Ja. 1,60. Ja, bezahle ich gern. Die waren die Brötchen. Saugeil. Wieso bist du hier?
Ja, ich bin mit meiner Mannschaft hier, um möglichst gut auszusehen. Wir haben uns jetzt fürs Viertelfinale qualifiziert, denke ich, und gucken mal, was noch so geht heute Abend. Gleich die Kähner ärgern eventuell. Ja, wird natürlich extrem schwer, aber wenn wir ins Spiel gehen und sagen, verlieren wir wahrscheinlich, wäre es ja auch blöd. Ne? Ja, ich finde das hier immer, ist ein wunderbares Turnier. Man sieht die Leute nach 2-3 Wochen Winterpause mal wieder und kann man Pläuschchen halten, das ist immer schon eine schöne Sache. Ich habe hier Mettbrötchen in der Küche bekommen. Ja, so riechst du auch. Meine Güte. Hm? Hast du noch die Zwiebeln drauf oder nicht? Sportlich denke ich schon, dass wir zufrieden sein können. Ja. Ich sage immer, gesund bleiben ist das Wichtigste. Und sportlich, dass wir eine gute Rückserie starten. Und am Ende, denke ich, unter den ersten 5 stehen, da sind wir, denke ich, ganz zufrieden. Ja, aber kann Marienborn für mich so die erste Anlaufstation auch nach Steinbach, weil das beruflich und sportlich halt eben super passt. Und ich kenne sehr, sehr viele. Wir haben gegen Kahn auch öfter Freundschaftsspiele gemacht und ich wurde super von der Truppe aufgenommen. Und wie gesagt, alles andere ergibt sich dann nach und nach. Aber wie gesagt, die Weißtaler müssen sich hier nicht verstecken und stehen gut und spielen auch gut mit. Aber jetzt das 1-0. Benjamin Nikin. Der TSV Weißtal gleicht aus. Torschütze der Spieler. Daniel Sickerte, 32 Sekunden Verschluss mit dem Kopf drüber. Otzkei Dünkels drüber, 2-1 für die Weißtaler. Wann seid ihr wieder da? Wir werden sehen. Ich werde jetzt sicherlich keinen Zeitpunkt nennen, aber ich denke, früher oder später wird sich was ergeben und dann werden wir sicherlich auch wieder was übernehmen. Das heißt, ihr seid nicht verloren? Wir sind nicht verloren, nein. Ziele für 2017. Ja, eigentlich sage ich, man sollte alles so bleiben, wie es ist. Ich denke, dann können wir alle zufrieden sein. Wenn man im Moment sieht, was auf der Welt so abgeht, glaube ich, wenn es so bleibt, wie es ist und wir alle gesund bleiben, glaube ich, können wir alle zufrieden sein. Meine Familie, das ist für mich an erster Stelle, dass alle gesund bleiben, dass wir wieder eine gute Aufgabe finden irgendwann, dass, denn Fußball ist zwar irgendwo eine gewisse Nebensache, aber jetzt so nach 3 Monaten Pause will man schon wieder irgendwann mal angreifen. Für alle ganz viel Glück, viel persönlichen Erfolg und vor allen Dingen ganz viel Gesundheit. Ich denke mal, das kann man sich nicht kaufen und deshalb ist das mein Wunsch für alle. Aber sportlich hier, Schulze Cup heute, Belleburg mit dabei. Was ist da der Wunsch? Ja, wir wollen uns gut verkaufen, uns gut bewegen, Spaß haben und wir wollen ohne Verletzte nach Hause fahren. Klappt das? Ich bin zuversichtlich. Ob das dann so ist, werden wir am Ende sehen. Ne? Daniel Waldrich gleich zum 1-1 aus. Die Chance zum 2-1, auch das ist ganz, ganz sicher verwandelt. Ja, ganz sicher, linke Ecke. Cool, 2-2. So, Langenauer legt jetzt wieder vor. Da ist Okta die kürzeste Stelle. Und jetzt kann Michael Mayer die Kiste zumachen. Ja, genau so sieht es aus. Kamerinborn sichert sich den dritten Platz. Der SV Langauerbach wird Vierter. Letztes Jahr warst du schon mit dabei. Du nimmst die Sache schon ernst. Ja, was heißt ernst? Wir wollen Spaß haben. Ne? Und Spaß hat man nur natürlich, wenn man weit kommt und wenn man Spiele gewinnt. Das ist immer das Entscheidende, das A und O im Fußball oder bei jedem Wettkampf. Und die Jungs wollen einfach nur guten Fußball zeigen. Das haben wir jetzt die letzten beiden Spiele ganz ordentlich gemacht. Ja. Im ersten Spiel haben wir ein bisschen gepennt, waren wir noch ein bisschen müde, weil die Jungs kommen gerade aus dem Urlaub. Wir haben noch keine Einheit gemacht. Das ist quasi so der erste Ballkontakt dieses Jahr für die Jungs.
und wir nehmen das so als Start in die Rückrundenvorbereitung. Du sprichst es gerade an, Start. Jetzt habt ihr am Sonntag ein Highlight. Ja, auch live zu sehen im Fernsehen, Sport 1, Schau ins Land Cup. Ja, wir sind froh, dass wir da mitmachen dürfen. Ist für uns eine große Ehre. Für uns ist das auch eine tolle, tolle Situation, auch um den Siegerländerweg zu promoten, zu bewerben, wenn man das so benennen darf. Um einfach auch unsere Jungs mit Spielern sich zu beweisen in der Halle, die höher, ein bisschen höher spielen, ist auch immer schön. Und das Ganze vor einem ordentlichen Publikum in einer super Halle. Also ein absolut geiles Event für uns und wir sind froh, dass wir mitmachen dürfen. Ja, ich habe ja eben schon gesagt, ne, wenn wir spielen, dann wollen wir gewinnen. Ob es dann so wird, schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Wir wollen Fußball spielen, wir wollen Spaß haben und alles andere wird sich dann daraus entwickeln. Da waren schon die Führer, oh, 9 Meter. 28 Sekunden gespielt, 9 Meter für Siegen. Jetzt geht die Siegen mit 1-0 in Führung. Ah, hier bahnt sich dann doch wirklich ein hochspannendes Finale an. Thomas Czonek fängt hier einen Pass ab und dann schlägt es links unten ein. Siegen im Ballbesitz, 1 Minute 40 noch zu spielen und da ist die Entscheidung. Und wieder Thomas Czonek. 3-1 für Siegen 2. Ja, und da macht man auch noch die Torjäger ohne klar. Gleichen. Wir werden nächstes Jahr versuchen, wieder ein bisschen was zu verbessern. Ein tolles Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer des heutigen Abends. Fangen wir mal an mit dem Torjäger. Okay, gehen wir erstmal die Torjäger-Kanone. Die 7 Tore der Günay Sönke! Auf Platz 4, meine Damen und Herren, der FSV Langenauer. Das wären 200 Euro. Zweiter Turniersieg in dieser Hallenserie, ja, kann man eigentlich nur zufrieden sein. Ja, kann man absolut zufrieden sein. Habe ich auch ganz ehrlich nicht unbedingt mit gerechnet, weil ich halt die Jungs in der Halle noch nicht einmal spielen sehen. Ich weiß aber, dass viele von den Jungs des Öfteren in die Soccerhalle gehen zum Hallenspiel. Und von daher freut es mich umso mehr, dass wir das jetzt geschafft haben. Mit dem Steiner Cup, den wir gewonnen haben, auch klasse Leistung gewesen. Heute ist, glaube ich, ein bisschen besser einzuordnen, weil wir doch auch den sicheren Fußball hinten dran gespielt haben. Wir haben zwar im Viertelfinale gegen Langenaubach mal richtig eine von Kopf gekriegt, tut aber, glaube ich, auch mal ganz gut. Und haben dann gesehen, dass unsere U19 mit einem System, mit einem 3-1, eigentlich in Manndeckung gespielt hat, auch die Spieler nicht übergeben hat, sondern immer wieder dran geblieben ist. Und weil wir gesehen haben, dass Langenauer vorne hat viel Kreuz, haben wir gesagt, komm, dann geht auch mit, weil sonst gibt es nur Unfrieden da drin. Und das hat ganz gut funktioniert dann gegen Langenauer im zweiten Spiel. Und da kann man froh sein, kann man überglücklich sein, dass es so ist. Ja, wie du schon ansprichst, Langenauer geschlagen, Weißthal geschlagen. Mhm. Super. Wie du schon sagst, hinten gut gestanden, vorne mit... Ja, erstmal schussgewaltige Jungs da drin, technisch starke drin, dann habt ihr eine Torjägerkrone geholt. Ja,
wie gesagt, ich kann immer nur wiederholen, war verdient. Ja, also unterm Strich haben mir jetzt auch die Trainerkollegen gesagt, dass es verdient gewesen ist. Und ich denke, das war auch so unterm Strich. Da muss man ganz einfach so sehen. Hat Spaß gemacht hier. Für mich das erste Mal als Trainer hier dran. Sonst habe ich immer nur Zuschauer gewesen, Und von daher bin ich froh und gönne es auch meiner Mannschaft, dass es so ist. Und hoffentlich gibt es uns mal ein bisschen Auftrieb auch noch für die Rückrunde, dass das noch das eine oder andere wirklich gute Spiel absolviert werden kann. Und dann schauen wir weiter nach vorne. Gut. Abschließend noch ein Wort zu diesem Turnier. Tolle Sache. Ja, tolle Sache. Immer gut ausverkauft. Sieht man ja, also was der TuS Windsor hier auf die Beine stellt, das ist schon richtig, richtig gut. Viele Helfer im Hintergrund. Ohne die funktioniert das auch gar nicht. Ich bin froh, dass man mich angesprochen hat. Ich bin froh, dass unsere U19 hier sich gut präsentiert. Das ist alles friedlich abgelaufen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es hat sich keiner verletzt, habe ich gesehen. Ich kann morgen mit den Jungs, mit den meisten von meinen Jungs wieder dahin fahren zum nächsten Turnier. Und von daher vielen Dank an TuS Windsor. Ganz große